Herzlich willkommen. Lassen Sie sich in den folgenden 20 Minuten auf eine geführte Entspannungsübung ein. Gönnen Sie sich Entspannung. Die progressive Muskelentspannung nach Jacobson ist eine einfache Entspannungstechnik, bei der Sie durch Anspannen und Entspannen wichtiger Muskelgruppen zu innerer Ruhe, Gelassenheit und Stärke kommen können. Entspannung kann man trainieren. Üben Sie am besten morgens und abends. Sie werden dann eine immer tiefere Entspannung erleben. Die progressive Muskelentspannung kann man sowohl im Sitzen als auch im Liegen durchführen. Sie können also auch im Büro oder beispielsweise im Zug üben. Wichtig ist, dass Sie es sich bequem machen und für die Dauer der Übung ungestört sind. Machen Sie sich nun bereit für die Übung. Ich führe Sie in den nächsten 20 Minuten durch die progressive Muskelentspannung. Anleitung für die Übung im Sitzen. Wichtig ist, dass Sie es sich bequem machen. Achten Sie darauf, wie Sie sitzen. Der Rücken ist angelehnt. Die Füße stehen fest und sicher auf dem Boden. Arme und Hände ruhen locker auf den Oberschenkeln. Schließen Sie nun die Augen und gehen Sie in Gedanken durch Ihren Körper. Versuchen Sie aufzuspüren, ob Sie etwas zwickt und drückt. Und versuchen Sie das etwas zu lösen. Atmen Sie einige Male tief ein und langsam wieder aus. Beobachten Sie, wie sich Ihre Bauchdecke und Ihr Brustkorb beim Einatmen heben und beim Ausatmen senken. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre rechte Hand und Ihren rechten Unterarm. Ballen Sie Ihre rechte Hand zur Faust. Halten Sie die Spannung einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen lösen Sie die Spannung in Hand und Unterarm und lassen Sie locker. Achten Sie auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Spüren Sie, wie sich die Hand, die Finger und der Unterarm mehr und mehr entspannen. Als nächstes beugen Sie den rechten Arm mit geöffneter Hand nach oben und pressen Sie den Oberarm gegen Ihren Körper. Spüren Sie die Anspannung im Oberarm. Und beim nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker. Lassen Sie den Arm sinken und entspannen. Und bleiben Sie mit der Aufmerksamkeit noch beim gerade entspannten Muskel. Lassen Sie den rechten Arm entspannt auf dem Oberschenkel liegen. Wir wenden uns nun dem linken Arm zu. Ballen Sie Ihre linke Hand zur Faust. Halten Sie diese Anspannung noch kurz. Und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie sie wieder los und entspannen. Spüren Sie, wie locker sich Ihre Hand und Ihr Unterarm im Vergleich zu vorher anfühlen.
Achten Sie darauf, welches Gefühl sich bei Ihnen in Hand und Unterarm entwickelt. Vielleicht spüren Sie ein leichtes Kribbeln, ein Gefühl von Schwere, Wärme oder auch von Kühle oder Leichtigkeit. Wir beziehen jetzt den linken Oberarm mit ein. Beugen Sie den Ellbogen mit geöffneter Hand nach oben. Pressen Sie nun den linken Oberarm gegen Ihren Körper. Verharren Sie noch einen Moment in der Anspannung. Und beim nächsten Ausatmen lassen Sie wieder locker. Achten Sie auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Lassen Sie alle Spannung aus dem Arm herausfließen und entspannen Sie den Arm immer mehr und mehr. Wir lassen nun beide Arme ganz entspannt ruhen und gehen zum Kopf über. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit zunächst auf die Stirn. Legen Sie die Stirn in Falten, indem Sie die Stirn runzeln oder die Augenbrauen hochziehen. Und lassen Sie die Stirn auf diese Weise noch einen Moment angespannt. Und beim nächsten Ausatmen wieder locker lassen. Spüren Sie, wie beim Nachlassen der Anspannung langsam die Entspannung eintritt und die Stirn sich immer mehr glatt und gelöst anfühlt. Spüren Sie, wie sich die Entspannung der Stirn über die gesamte Kopfhaut ausweitet. Nun wenden wir uns den Augen zu. Kneifen Sie Ihre Augen zusammen und spüren Sie die Anspannung der Augenmuskulatur. Und beim nächsten Ausatmen lassen Sie die Muskeln wieder locker und entspannen die Augen. Bleiben Sie mit der Aufmerksamkeit beim gerade entspannten Muskel. Als nächstes spannen Sie die Nasenmuskeln an. Rümpfen Sie die Nase und halten Sie diese Anspannung noch einen Moment. Und beim nächsten Ausatmen wieder locker lassen. Spüren Sie, wie sich Ihre Nasenpartie immer lockerer anfühlt im Vergleich zu vorher. Achten Sie wieder auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf Ihre Lippen. Spitzen Sie Ihre Lippen und spüren Sie die Anspannung der Lippenmuskulatur. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder entspannen. Achten Sie auf den Unterschied zwischen der Anspannung vorher und der Entspannung jetzt. Lassen Sie die Entspannung sich immer weiter ausbreiten. Wir gehen weiter zu den Kiefermuskeln. Drücken Sie die Zähne aufeinander und pressen gleichzeitig die Zunge gegen den Gaumen. Halten Sie diese Spannung. Und beim nächsten Ausatmen lassen Sie die Kiefermuskeln locker und sich entspannen. Beobachten Sie das Gefühl von Entspannung, das sich im ganzen Gesicht ausbreitet. Lassen Sie die Entspannung mit jedem Ausatmen noch tiefer und tiefer werden.
Wir gehen nun über zu den Muskeln von Hals und Nacken. Drehen Sie den Kopf langsam nach rechts und beugen ihn leicht zur Schulter. Achten Sie auf die Anspannung in den Halsmuskeln. Beim nächsten Ausatmen drehen Sie den Kopf wieder zurück und lassen Sie locker. Spüren Sie, wie locker und entspannt sich Ihr Hals und Nacken im Vergleich zu vorher anfühlen. Drehen Sie den Kopf nun noch einmal, diesmal nach links und beugen ihn wieder leicht zur Schulter. Noch einen Moment halten. Und beim nächsten Ausatmen drehen Sie den Kopf wieder zurück und lassen ihn wieder locker. Bleiben Sie mit der Aufmerksamkeit noch einen Moment beim gerade entspannten Muskel. Drücken Sie nun den Kopf nach vorne gegen die Brust und halten Sie die Spannung in den Hals- und Nackenmuskeln noch einen Moment. Beim nächsten Ausatmen bewegen Sie den Kopf zurück und entspannen die Muskulatur. Lassen Sie mit jedem Ausatmen die Entspannung noch tiefer werden. Nun kommen wir zu den Schultern. Ziehen Sie die Schultern nach oben und achten Sie auf die Anspannung im gesamten Schulterbereich und halten Sie diese Anspannung. Und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Schultern sinken und entspannen Sie die gesamte Schultermuskulatur. Lassen Sie die Schultern so tief wie möglich sinken. Lassen Sie alle Spannung aus den Schultern entweichen. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf Ihren Rücken. Drücken Sie Ihren Rücken durch, sodass ein leichtes Hohlkreuz entsteht. Und halten Sie diese Anspannung. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder locker lassen. Lassen Sie die Muskeln ganz locker und entspannt werden. Mit jedem Ausatmen noch etwas mehr. Achten Sie darauf, wie sich ein angenehmes Gefühl der Ruhe und Entspannung langsam ausbreitet. Lassen Sie die Entspannung mit jedem Ausatmen noch tiefer werden. Als nächstes spannen Sie die Bauchmuskeln an, so als wollten Sie einen leichten Schlag abfangen. Spüren Sie die Spannung in der Bauchdecke. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder locker lassen. Lassen Sie die Muskeln ganz locker und entspannt werden. Mit jedem Ausatmen noch etwas mehr. Spüren Sie, wie entspannt sich die Bauchmuskeln im Vergleich zu vorher anfühlen. Und lassen Sie die Muskeln noch lockerer und noch entspannter werden. Nun gehen wir weiter zu den Beinen. Zunächst spannen Sie die Oberschenkel des rechten Beines und das Gesäß an, indem Sie mit dem rechten Fuß fest auf den Boden drücken. Und halten Sie diese Anspannung einen Moment. Und mit dem nächsten Ausatmen
Lassen Sie die Muskeln wieder los. Lassen Sie den Oberschenkel und das Gesäß ganz locker werden. Jetzt kommen wir zu den Unterschenkelmuskeln des rechten Beines. Heben Sie Ihr Bein und spannen Sie Ihren Unterschenkel an, indem Sie die Fußspitzen zu sich ziehen. Achten Sie auf die Anspannung. Mit dem nächsten Ausatmen wieder entspannen. Lassen Sie den Fuß ganz locker und entspannt auf dem Boden aufliegen. Achten Sie darauf, wie beim Nachlassen der Anspannung immer mehr Entspannung eintritt. Heben Sie wieder Ihr rechtes Bein und strecken Sie Ihren rechten Fuß nach vorne durch, indem Sie die Fußspitze nach unten drücken. Und halten Sie diese Anspannung. Und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie die Wadenmuskeln wieder locker und stellen Sie das Bein wieder auf den Boden. Bemerken Sie, wie auch hier sich die Entspannung immer mehr ausbreitet. Gehen Sie in Gedanken durch jede einzelne Zehe und die Fußsohle. Und versuchen Sie, die einzelnen Muskelfasern noch mehr fallen zu lassen. Wir gehen nun zum linken Bein über. Spannen Sie jetzt die Muskeln des linken Oberschenkels und des Gesäßes an, indem Sie Ihren linken Fuß fest auf den Boden drücken. Und mit dem nächsten Ausatmen wieder locker lassen. Lassen Sie die Muskeln ganz locker und entspannt werden. Mit jedem Ausatmen noch etwas mehr. Spannen Sie nun die Unterschenkelmuskeln des linken Beines an, indem Sie das Bein heben und die Fußspitze zu sich ziehen. Achten Sie noch einen Moment auf diese Anspannung. Und mit der nächsten Ausatmung lassen Sie die Muskeln wieder locker. Bleiben Sie mit der Aufmerksamkeit beim gerade entspannten Muskel. Als nächstes spannen Sie den linken Fuß an. Dazu heben Sie wieder das Bein und drücken die Zehen nach unten. Halten Sie diese Spannung noch etwas und mit dem nächsten Ausatmen lassen Sie den Fuß wieder locker und stellen ihn auf den Boden ab. Spüren Sie, wie er ganz locker und entspannt aufliegt. Nehmen Sie wahr, wie die Anspannung immer mehr nachlässt und in eine tiefe Entspannung übergeht. Lassen Sie die Entspannung mit jedem Ausatmen noch tiefer werden. Lassen Sie dieses angenehme Gefühl in jeden Teil Ihres Körpers fließen. In die Hände, die Arme, in Stirn und Kopfhaut. Die Nase, Lippen und Mund, in den Kiefer,
den Hals und Nacken. In die Schultern. Den ganzen Rücken hinunter. In den Bauch. Das Gesäß. In die Oberschenkel. Die Unterschenkel. In die Füße. Bis in die Zehenspitzen. Lassen Sie mit jedem Ausatmen die Ruhe und Entspannung tiefer werden. Genießen Sie diesen Zustand noch einen Moment für sich alleine. Nun beenden wir allmählich die Übung. Atmen Sie hörbar tief ein und aus. Spannen Sie langsam beide Hände wieder an. Strecken und räkeln Sie sich und öffnen Sie dann die Augen. Entspannt? Ich hoffe, die Übung hat Ihnen gefallen und Sie konnten dabei ein wenig entspannen. Wenn Sie die Übung nun regelmäßig durchführen, werden Sie schon bald merken, dass Sie immer leichter zu einem Entspannungserlebnis kommen. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen auf Ihrem Weg zu mehr innerer Ruhe, Gelassenheit und Stärke. Ihr Markus Schwabauer.